Herzlich willkommen. Wir haben eines der schwierigen Zeiten nach dem Mittagessen, in der Hoffnung, Sie hatten Zeit zum Essen und zum Trinken, in der Hoffnung, Sie fallen jetzt nicht in diese nachmittagliche Müdephase. Wir haben deswegen eine Präsentation vorbereitet mit 5 Rednern, dass es wirklich abwechseln wird. Also wenn einer langweilig ist, dann brauchen Sie nicht lange warten, es kommt sofort der Nächste. Ich bin Annette Zobel von EduSharing Network. Wir sind eine gemeinnützige Vereinigung und fördern die Kooperation bei der Open-Source-Entwicklung für OER und wir fördern auch die Verbreitung von OER an sich. Dazu haben wir einen Ansatz in 3 Phasen und die nicht so schöne Nachricht ist, es sind 3 lange Phasen. Die erste Phase ist, professionelle IT- und Content-Verwaltung in den Bildungsorganisationen einzurichten. Die meisten haben Lernmanagementsysteme, die wenigsten haben zentrale Repositorien. Der Ingo Plees hatte vorhin schon einen Vortrag und hat den erklärt, was Repositorien sind. Ich überspringe das mal. Die zweite Phase ist, dass wir Sharing mit Kollegen und Partnern fördern, weil das die natürliche Art und Weise ist, wie wir unter Menschen zusammen kooperieren, nämlich mit Freunden und mit Leuten, denen wir vertrauen. Und in der dritten Phase, beziehungsweise eigentlich schon über die anderen Phasen hinweg, fördern wir den Gedanken an OER. Und dann gibt es so ein kleines, nicht verstecktes Schalterchen in unserem Repository, wo man sagen kann, jetzt freigeben. Und dann kann man die Lizenz auswählen und dann ist es ein OER. Woher kommen wir und wie nachhaltig sind wir? Das werden wir immer gefragt. Die Entwicklung begann ursprünglich 2001 bis 2003 in der Bauhaus-Universität. Dort haben wir ein Repositorium gebaut. Und die Fernuniversität hat etwas später auch ein Repositorium gebaut in 2 Projekten. Und wir haben uns beide bereit erklärt, das wegzuschmeißen und das nochmal richtig neu zu machen. Allerdings haben wir kein Repositorium gebaut, sondern wir haben ein vorhandenes, marktführendes Repositorium genommen, nämlich Alfresco, und haben dort nur die Vernetzungsschicht zu den E-Learning-Systemen draufgebaut. Und 1, 2 Oberflächen, wo man gesagt hat, da möchte man Alfresco eher nicht nutzen, das ist für Lehrer nicht geeignet. Deswegen gibt es eine Oberfläche wie eine Suche, einen Workspace, das sind die Ordner, und die Schnittstellen zu Autorensystemen. Und ansonsten haben Sie die Möglichkeit, die Repositorien miteinander zu verbinden in den Hochschuleinrichtungen. Das heißt, wenn das zum Beispiel das eine Bundesland wäre und das andere und es hängen jeweils unterschiedliche Lernplattformen dran, dann vernetzen wir die miteinander, sodass sie die Contents zwischen diesen Lernplattformen austauschen, ohne dass die Contents die Ordner der Autoren verlassen müssen. Am Ende des Projektes in der Fernuniversität haben wir 2 Organisationen oder Organisationsformen ausgegründet. Das eine ist die gemeinnützige Organisation EduSharing Network und das andere ist ein Partnernetzwerk, wo Sie auch den Sven Morgner nachher gleich noch kennenlernen werden. Das Partnernetzwerk bietet das Open-Source-Produkt an, weil es keine gesunde Idee ist, im e.V. ein Open-Source-Produkt anzubieten. Man ist komplett haftbar und damit die Mitglieder mit ihren persönlichen Vermögen. Deswegen machen wir das als Firma. Aber das Angebot ist trotzdem frei und Open-Source. Also es ist eine EduSharing.com-Seite und das Produkt ist aber runterladbar, installierbar und es sind no strings attached. Die andere Seite ist die nicht kommerzielle Seite, EduSharing Network, ist so ähnlich zu sehen wie der ILIAS e.V. Für das ILIAS LMS. Also wir kümmern uns um Qualitätssicherung, wir kümmern uns um Innovation, wir gehen gemeinsam neue Themen an und wir erschließen aber auch Contents und machen Netzwerkveranstaltungen. Ich habe einige Beispiele Ihnen hier mal zusammengestellt. Das sind die 2 EduSharing-Workshops, die wir auch gern Thinktanks nennen. 2013 hat Markus von der Heide dort einen Workshop geleitet, wie man die Infrastrukturen von Bildungseinrichtungen so wandeln kann, dass die Schüler Bring Your Own Service, nicht Bring Your Own Device, sondern Bring Your Own Service spielen können. Und in diesem Jahr haben wir einen Workshop geleitet, wo wir User gefragt haben, wie möchtet ihr eigentlich OER bedienen? Und da kam ein Entwurf raus, wo die Nutzer gesagt haben, ich möchte jetzt nicht zwingend einen OER-Editor haben, der jetzt speziell dafür geeignet ist, sondern ich habe meine Editoren und das ist ILIAS, das ist Moodle, das ist vielleicht irgendein anderer Editor. Und da möchte ich eher lieber die Funktionen wie eine Suchfunktion, eine Stöbernfunktion, eine Lizenzassistent eingebaut haben. Und
Das soll dann bitte in dem Editor funktionieren, den ich ohnehin nutze. Also eher lieber ein OER-Plugin, was mit der Welt vernetzt ist, als spezifische Editoren, die vielleicht auch nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Hier ein Beispiel für ein Workshop-Ergebnis, wie wir uns vorstellen, dass wir OER fördern können mit Technik. Wir denken, dass wir die Motivatoren, die im Netz, zum Beispiel wie bei Pinterest, nutzen können. Dort haben die Nutzer ihre Sammlungen und sie pflegen einen persönlichen Schatz. Das heißt, dadurch, dass sie selbst ihren Schatz pflegen, wird die Sammlung größer. Und es ist natürlich auch ein gewisser Selbstdarstellungsdrang, das heißt, man zeigt diesen Schatz und dadurch kommen andere Nutzer auf den Schatz zu und sagen, hey, hast du diesen Pin schon gesehen, folge doch meiner Pinwand, ich habe ähnliche Sachen wie du und du kannst das gerne von mir nachnutzen. Und so stellen wir uns auch OER vor und wir denken, dass wir viele Mechanismen, die im Netz sehr erfolgreich sind, dass wir die auch auf unsere Bildungs-IT-Systeme übertragen können. So viel ein kurzer Einblick, was der e.V. macht. Wie gesagt, wir sind in drei Phasen unterwegs, um OER zu unterstützen. Unsere Anwenderprojekte sind an ganz unterschiedlichen Stellen in diesen Phasen. Hier sehen Sie einige unserer Anwenderprojekte unten und oben sehen Sie einige Anwendungs- und Einsatzszenarien, wie EduSharing genutzt wird. Also einerseits wird EduSharing als Cloud-Speicher genutzt und als Integrationslösung, das wird der Lutz Knüchel von Logineo uns zeigen. Es wird auch als OER- und Mediendistributionslösung genutzt, das wird der Henry Freie von Lisum zeigen. Und es wird auch als Cloud-Lösung eingesetzt bzw. entwickelt in Sachsen und das wird gleich als nächstes der Sven Morgner uns zeigen. Ja, und damit bin ich mit meinem Teil fertig und ich hoffe, es war nicht zu langweilig und der nächste kommt. Ja, vielen Dank an die Anne für den knackigen Auftakt. Mein Name ist Sven Morgner, ich komme vom Bildungsportal Sachsen. Um das kurz einzuordnen für Sie, wir sind ein von den Hochschulen in Sachsen gegründetes Unternehmen mit dem Ziel, dass wir für die Hochschulen Bildungstechnologien bereitstellen. Wir arbeiten also sehr stark im Softwarebereich und stellen entsprechend Lernplattformen und andere Systeme in einer breiten Funktionspalette für die Hochschulen zur Verfügung, auch für den Schulbereich, aber Fokus schon in den letzten Jahren liegt sehr stark im Hochschulbereich. Und wir engagieren uns seit Vereinsgründung, EduSharing-Verein, dort auch im Verein mit und begleiten das. Und insofern möchte ich dann auch hier fortsetzen mit einem kurzen Einblick, womit wir uns mal aktuell beschäftigen, nämlich eben mit diesem Thema EduCloud, Bildungscloud und was wir daraus in Sachsen denn machen. Wir haben hier die Frage vorangestellt, warum hat man jetzt hier so einen Cloud-Knoten und integriert das nicht ins eigene LMS? Denn gerade im Hochschulbereich haben wir ja mit den LMS eine sehr gefestigte Struktur. Das betrifft, glaube ich, die gesamte Republik, dass die Tutoren, Professoren, Studierende dort schon einen Lebensmittelpunkt gefunden haben, was das Studium betrifft. Und man natürlich jetzt auch geneigt ist, direkt dort in dem LMS Mehrwertdienste anzubieten und Dinge zu integrieren. Wenn wir uns aber das Thema OER zu Herzen nehmen und das auch in der Weise denken, nicht nur die eigene Hochschule, sondern in Kooperation mit anderen Hochschulen treten möchten, auch in anderen Bundesländern treten möchten, dann brauchen wir nochmal irgendeine Schicht oben drüber, wo wir also uns auch über unser eigenes LMS hinaus mit anderen Akteuren austauschen können. Die Folie lädt hoffentlich noch, dauert auch ein bisschen länger. Ansonsten erkläre ich das. Ist eine sehr große Grafik, vielleicht schaffst du die Rechnung gerade nicht. Wir wollten hier darstellen, dass wir ja in der historisch gewachsenen Situation immer eine Menge von Nutzungsszenarien haben, in der Lehre, in der Forschung, in der Administration und dafür auf anderer Ebene eine ganze Reihe von Tools zur Verfügung stehen. Und ich als einzelne Person, wenn ich mich jetzt im Bereich Lehre bewege, mich in allen Tools separat irgendwo anmelden muss, muss die auch finden, muss wissen, wo die sind. Und hier haben wir quasi die erste, das Bild kommt auch nicht, nehmen wir die Folie, machen hier weiter, den ersten Gedanken für uns gesucht, was im Hochschulbereich vielleicht nicht so verbreitet ist. Es wäre ja erst schon mal eine Hilfe, wenn ich eine zentrale Stelle habe, die meine Hochschule anbietet oder auch meine zentrale Servicestelle, wo ich alle Tools, die ich so in meinem Alltag brauche, finde, mit einem Single Sign-On mich anmelden kann und dort auch
die Nutzergruppen wiederfinde, die ich in allen anderen Tools habe. Wir haben ja mal so ein bisschen die Perspektiven aufgezeichnet, die so ein zentrales Cloud-System mit sich bringen kann. Das, was die Anne vorhin schon andeutete, war eben, es kann als ein Cloud-Speicher fungieren. Ich habe also ein Content-Management-System, wie das Alfresco das eben kann, wo ich meine eigenen Dateien ablegen kann. Das kann ich für mich privat machen oder aber auch sagen, ich möchte etwas teilen, entweder mit mir vertrauten Personen, bis hin aber eben auch zur ganzen Welt. Kann das natürlich verschlagworten, das muss irgendwie ja auch zwangsläufig passieren, damit das Teilen funktioniert. Kann hier auch Lizenzen vergeben, Eigenlizenzen, Creative Commons Lizenzen, je nachdem, was mir hier lieb ist. Die andere Perspektive ist, ich teile nicht nur Inhalte darüber, sondern habe dort eben auch über eine zentrale Suchfunktion Zugriff auf Tools, die jetzt zu einem bestimmten Thema passen. Also stellen Sie sich vor, Sie geben dort einen Begriff ein, Mathematik. Das, was Sie erst erwarten, sind eine ganze Reihe von Treffern zu Kursen, zu einzelnen Materialien, Bilder, Videos, vielleicht auch Online-Tests, die Sie hier finden in dieser zentralen Suche. Aber es werden Ihnen auch Tools angeboten. Nehmen Sie zum Beispiel kleine Lerntools, die irgendwo das Erstellen von Formeln oder von Aufgaben in der Mathematik oder ein konkretes Lerntool für Ihre Schüler, Studierenden mit anbietet. Und letztlich haben wir über den Weg das Ziel, dort sind wir noch nicht, aber daran arbeiten wir hin, eine zentrale Suche anzubieten, die genau das für zumindest unsere Anwender, auf die wir Zugriff haben, für die wir verantwortlich sind, bereitzustellen. Und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an diejenigen von Ihnen, die heute Morgen in dem Beitrag vom DIPF waren, dort hat man auch so eine Grafik gesehen, vernetzte Grafik mit vielen Repositorien in verschiedenen Bildungsbereichen und irgendwo in der Mitte einen zentralen Punkt und einen Metadaten-Suchservice oder wie nannte sich das? Abgleich, Austauschservice, genau. Ne? Und hier in diesem Gedanke sehen auch wir uns, dass wir uns also auch in so ein Netzwerk eingliedern möchten. Ne? Wir bringen also auch unsere Nutzer auf den Weg in so eine gemeinsam vernetzte Umgebung, wo ich also über meine eigene Infrastruktur, in unserem Fall eben das eigene LMS, über ein Edo-Sharing, über diese Cloud, dann den Weg finde in andere Repositorien, andere Bildungseinrichtungen. Um es noch ein bisschen praktisch zu machen und Ihnen ein paar Beispiele zu zeigen aus dem wirklichen Leben, was wir bislang hier also realisiert haben, was auch so genutzt wird, am Beispiel von Inhalten und verschiedenen Plattformen. Wir haben also zum einen hier einen Moodle-LMS, was genutzt wird, und auf der anderen Seite einen Media-Wiki, wird vielleicht von einer ganz anderen Nutzergruppe verwendet, aber die Autoren beider des Kurses und der Wiki-Seite tauschen sich hier aus und verwenden verschiedene Inhalte gemeinsam. Zum einen eben ein Video, und das Video liegt eben nicht jedes Mal einzeln im Moodle und im Wiki, sondern es liegt eben zentral im Edo-Sharing und kann durch eine sehr einfache Verlinkung in beiden Systeme eingebettet werden. Ja, das gleiche gilt dann auch für andere Formate wie Audiodateien oder einen Online-Test. Hier haben wir uns auch bei dem Bereich Online-Test auf ein Standardformat fokussiert, IMS QTI. Und jedes Mal mit dem Ziel, wenn ich also so einen Content aus einem der Plattformen heraus aufrufe, bringt auch schon das Edo-Sharing dort eine Abspielumgebung mit, sofern das der Browser selbst nicht kann. Also hier in dem Fall eben einen Test-Player, der diese Testfragen abspielen kann in diesem QTI-Format, worum sich dann auch der Plattformbetreiber im Moodle oder im Wiki gar keine Sorgen machen muss, dass das dann bei ihm funktioniert. Na, hier ein anderes Beispiel, wo also nicht nur Content eingebettet ist, sondern sogar ein Tool. In dem Fall haben wir in dem Edo-Sharing also ein Etherpad integriert, erstmal an sich als Tool. Also ein Pendant, wer das nicht kennt, zu Google Docs, kann also mit mehreren Autoren zeitgleich hier Texte erstellen und überarbeiten. Und kann hier auch zum Beispiel im Moodle über eine Aktivität einfach dieses Tool Etherpad einbinden, ne, wofür man dann eben das Edo-Sharing, die Intelligenz mitbringt, für meinen Moodle-Kurs hier eine eigene Etherpad-Instanz automatisch zu generieren und ich mich als Autor damit gar nicht befassen muss, was ich da alles eigentlich tun müsste. Jetzt eben das aktuelle Vorhaben bei uns in Sachsen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben so eine gewisse Dominanz der LMS in dem Hochschulbereich. Im Schulbereich ist es ein bisschen anders. Die
kommen dort eher vielleicht auch aus dem Bereich Nutzerverwaltung und bieten über diesen Einstieg Mehrwerte an und Dienste an. Wir haben eben seit Jahren schon gefestigt, die LMS hier im Vordergrund. Und was wir anbieten wollen, ist eine Suche, eine gleichberechtigte Suche über eine Vielzahl von LMS oder vergleichbaren Systemen, wo ich also als Nutzer einen Begriff eingeben kann und mir dann aus den hier verknüpften Systemen die Treffer angezeigt werden in einer gemischten Trefferliste. Das heißt, auch hierfür haben wir eben dann im Edu-Sharing Metadaten abgelegt in der gleichartigen Struktur und können hier den Studierenden, aber auch Autoren die Recherche ermöglichen, über LMS-Kurse, über weitere Inhalte, Bilder, Videos und dergleichen. Ne? Und eben auch, wenn ich hier suche nach LMS, dann werden mir eben konkrete Tools angeboten, werden mir angeboten, das Moodle zu nutzen oder das Opal, was an einer größeren Zahl sächsischer Hochschulen im Einsatz ist. Ja, und dann haben wir hier als großes Ziel dahinter ja letztlich die Bemühung, auch für die Verwendung und den Einsatz und das Teilen von OER einen Lebensraum zu schaffen, also Technologien bereitzustellen als ein Ökosystem und wie sich ein Ökosystem dann leben lässt, das wird jetzt uns der IFA erzählen. Ja, danke Sven für die Überleitung. Ich muss hier irgendwie nochmal klicken. Genau. Ich bin Ivar Jakewitz, Universität Hamburg und aus dem Projekt Hamburg Open Online University. Und genau in dem, was Sven erzählt hat, in diesen vernetzten Bildungsnetzwerken, in diesem Ökosystem, da haben wir eine Lebensform, eine neue Art, eine neue Spezies entdeckt. Und wie man das so macht, man benennt sie natürlich dann lateinisch. Ich werde Ihnen das jetzt zu Ihrer Belustigung nicht vorlesen, ich hatte kein Latein. Aber ich kann es vielleicht mal übersetzen für alle die auch kein Latein hatten. Vielleicht ganz wortwörtlich, von links nach rechts, Grundstoff, offen, bildend. Vielleicht etwas freier übersetzt könnte man sagen, frei verfügbare Bildungsressource. Und vielleicht auf Englisch könnte man es sagen, Open Educational Resource. Wir haben es ja schon mal gehört. Wenn man jetzt eben so eine Spezies entdeckt, dann muss man das natürlich auch einordnen in diesem klassischen evolutionären Kategorienbaum, also Gattung, Familie und so weiter. Kennen Sie vielleicht? Und das MAE, so kürze ich es jetzt mal ab, diese neue Lebensform, die gehört zum Reich der Ressourcen. Und dort eben zum Stamm der bildenden Ressourcen und das MAE bildet dann eine eigene Klasse. Da gibt es noch mehr Klassen bei den Bildungsressourcen, habe ich jetzt hier nicht aufgelistet, aber das ist quasi eine eigene Klasse von Bildungsressourcen, also die frei verfügbaren. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt spaltet sich diese Klasse auf in zwei Ordnungen. Einmal die analogen MAEs und die digitalen. Und bei den digitalen gibt es wieder eine ganze Breite von Familien. Videos, Bilder, Tests haben wir schon gesehen, Kurse. Und dort in den verschiedenen Gattungen, also das wäre jetzt zu viel, wenn ich Ihnen das alles hier präsentiere, das passt auch gar nicht auf die Folie und in den 10 Minuten muss das auch nicht sein. Aber da gibt es bei dieser Ordnung der digitalen MAEs also eine wahnsinnige Vielfalt an verschiedenen Typen, sage ich mal, Individuumstypen. Und auch eine große Menge haben wir festgestellt. Also es sind nicht 2, 3, es ist eine große Menge. Die Population, also die Menge der Individuen, ist schon groß und die werden auch größer. Also die Menge wird sozusagen auch mehr. Das ist bei den Analogen nicht so der Fall. Also da haben wir gesehen, bei den Analogen gibt es nicht so die Vielfalt und auch nicht so viel. Die Population ist da viel kleiner, nimmt auch ab, stirbt vielleicht aus. Also vielleicht müsste man die auf die rote Liste der bedrohten Tierarten setzen. Schauen wir mal. Aber wenn ich sage, das ist ein Lebewesen, dann macht so ein Lebewesen ja auch verschiedene Phasen durch. Also es wird geboren oder es wird erstmal gezeugt und dann geboren, es reift, es wird irgendwann selbstständig, mündig und da würde ich gerne nochmal einen Blick drauf werfen. Also ein MAE hat auch Eltern. Ist jetzt nicht wie bei uns Menschen. Wir Menschen brauchen ja andere Menschen als Eltern. Das MAE hat nicht andere MAEs als Eltern, sondern wir Menschen sind hier die Eltern. Und auch anders, so ein MAE braucht nicht zwingend 2, sondern es kann ein Mensch sein, es kann 2 sein, es kann eine ganze Gruppe sein, dieses MAE-Zeugen oder ja, Zeugen ist vielleicht auch falsch der Begriff, vielleicht sollte man eher Erzeugen sagen. Und
Eltern ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber Autor oder vielleicht Creator, Erzeuger, das wäre vielleicht eher so der richtige Begriff. Wenn es denn erzeugt ist und geboren ist, dann reift ja so ein MAE. Und auch anders wie bei uns Menschen, also bei uns Menschen könnte man die Reifung anhand der Jahre ablesen, die wir sozusagen existieren. Beim MAE ist es eher die Version. Und gerade wenn es sehr jung ist, dann entstehen relativ viele Versionen, meistens zumindest. Und der Zeitraum zwischen den Versionen, der ist relativ kurz. Und je reifer so ein MAE wird, desto größer ist der Zeitraum zwischen diesen Versionen. Und so kann man sozusagen die Reife so eines Lebewesens an der Zeitdauer zwischen den Versionen ablesen. Und wenn es dann mündig wird, wenn es dann in die freie Wildbahn wieder von uns Eltern entlassen wird, dann hat es insbesondere auch eine wahnsinnig leistungsfähige Gedächtnisstruktur entwickelt. Jetzt sagt man da auch weniger Gedächtnis, sondern mehr Metadaten. Und diese Metadaten sind derart leistungsfähig, dass was da einmal drin ist, das wird auch nicht vergessen. Jetzt auch wieder im Gegensatz zu uns Menschen, vielleicht um den Gegensatz einmal deutlich zu machen, meine Frau wäre glücklich, wenn ich eher Metadaten hätte und nicht ein Gedächtnis. So, dieses, wenn so ein MAE in die freie Wildbahn entlassen wird, dann sind die Metadaten auch ein Stück weit gefüllt von uns Eltern, von uns Autoren, mit Inhalten oder mit Informationen über das MAE selbst, über das Innere, über den Inhalt könnte man sagen, und über äußere Form, also Größe, Länge, Gewicht, gerne in Kilo, Byte gemessen. So, das nimmt das sozusagen mit. Aber wenn es dann in die freie Wildbahn kommt, wenn wir es sozusagen als Eltern entlassen, dann nimmt es auch weitere Informationen in sein Gedächtnis, in die Metadaten auf. Also wenn wir als Nutzer, als Menschen uns das angucken, wie haben wir es gefunden? Oder wir geben Kommentare ab. Das kommt alles in die Metadaten, das wird behalten als Information. Oder auch wenn wir als Menschen es ja mitnehmen, haben wir gerade gesehen, bei Sven, zu anderen Orten, in ein Media-Wiki, in einen OLAD-Kurs, in einen Moodle-Kurs, auf einem WordPress-Blog, dann merkt sich das MAE das, wo es war. Und nicht nur das, sondern MAE ist auch wahnsinnig kontaktfreudig. Das schließt gerne Freundschaften, wenn da ja andere MAEs sind an diesen Orten, wo wir sie zusammenbringen, dann verknüpfen die sich quasi. Und wenn ich sage verknüpfen, dann meine ich das quasi wörtlich, denn die gehen Beziehung ein mit anderen MAEs, verknüpfen sich und das gibt quasi ein Netz. Ein Netz an MAEs, das ist jetzt Laborbedingung, so sieht es nicht in der freien Wildbahn aus. Wir haben mal im Projekt geguckt, wie könnte sowas aussehen, hier vielleicht ein bisschen strukturierter oder auch hier, was ich so ästhetisch ganz hübsch finde. Wie gesagt, Laborbedingungen, nicht die freie Wildbahn. Aber wenn die MAEs, oder das ist unsere These im Projekt, wir glauben, dass alle MAEs auf dieser Welt mit allen anderen MAEs miteinander verknüpft sind. Vielleicht nicht direkt, aber vielleicht über andere, sozusagen über andere Knotenpunkte. Und dieses Netz ist auch in dem Sinne agil oder es ist lebendig, weil es restrukturiert sich, es wird ergänzt, da laufen Wellen durch. Fast könnte man meinen, das Netz selber wäre lebendig. Also haben wir hier vielleicht eine Schwarmintelligenz vor uns? Nein, ich kann Sie da beruhigen, denn wir Menschen sind diejenigen, die da das Leben reinbringen. Wir sind ja die Eltern, die Autoren, wir sind diejenigen, die MAEs zusammenholen in einem Media-Wiki, also zu einem Kontext, zu einem thematischen Kontext, zu einer Fragestellung. Und dadurch verknüpfen die sich unter diesem Aspekt. Und noch etwas anderes kommt hinzu. Wir als Menschen nutzen das ja auch. Und ich als Mensch und insbesondere als Mann habe ja mit Multitasking nicht so viel am Hut. Das heißt also, ich muss, wenn ich mir so ein MAE angucke oder mit dem interagiere, immer eins nach dem anderen angucken. Das heißt, ich gucke mir eins an, unter einer bestimmten Fragestellung, unter einem Wissensbedürfnis. Ich gucke mir das nächste an. Dann gehe ich vielleicht mal nach links. Also ich bewege mich in diesem Netz, dieser MAEs eigentlich. Ich bewege mich, ich beschreite einen Weg hin zu einem Ziel. Und wenn das nicht nur ich mache, sondern wenn andere Menschen das nach mir machen, mit einer ähnlichen Fragestellung, oder wenn das mehrere Menschen gleichzeitig machen, dann trampeln die ja quasi in den Trampelpfad in dieses Netz rein und dann wird das Netz an der Stelle natürlich auch fester, weil die MAEs das natürlich mitkriegen. Und wenn ich diese Wege aber habe, dann kann ich mir diese Wege ja auch greifen.
Und dann kann ich diese Wege, die ich mir da greife, auch wieder verknüpfen mit anderen sehr abstrakten Formen, die wir im Bildungsnetzwerk oder im Bildungsbereich finden, wie zum Beispiel den Rahmenlehrplan 7. Klasse Physik oder Grundschule Geometrie. Und wie das aussehen kann, das wird Ihnen jetzt der Henry erzählen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Man muss bloß da drauf drücken. Ja, mein Name ist Henry Frey, ich bin vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg und ich möchte etwas zu Edu-Sharing und zu dem sagen, wo wir das einsetzen oder wie wir das einsetzen. Wir haben muss man, glaube ich, erstmal zu einem Schritt zurückgehen. Es war ein sehr inspirierender, sehr schöner Vortrag. Und was wir machen, wir nutzen eigentlich die ganze Vielfalt von Edu-Sharing kaum bisher. Wir haben Edu-Sharing ausgewählt, eigentlich deshalb, weil wir auch einen weiten Weg vor uns haben und eine große Vision haben, wo wir hinwollen. Aber das, was wir aktuell nutzen, ist relativ wenig. Wir nutzen also keine Intelligenz, wir nutzen auch keine Community. Wir nutzen es nicht als Dateiablage für User, sondern wir nutzen es aktuell in diesem Projekt in Phase 1 nur dafür, dass die Materialien, die die Senatsverwaltung und das Landesinstitut bereitstellen, zu veröffentlichen. Allerdings passend zum Thema als OER. Also die Materialien, die wir da veröffentlichen, die sind dann wirklich frei lizenziert und auch frei nachnutzbar für jedermann. Aber es spielt nicht jeder mit. Das ist die Beschränkung dabei. Wo nutzen wir das? Also einerseits ist es ein Projekt natürlich an sich, offene Bildungsmaterialien zu produzieren. Andererseits gibt es den Rahmenlehrplan, der gerade aktuell verabschiedet wurde, im nächsten Schuljahr eingeführt werden soll. Und dieser Rahmenlehrplan für die 1. bis 10. Klasse, der hat eine Online-Variante. Den gibt es also nicht nur gedruckt, sondern gibt es auch online. Und diese Online-Variante, die hat also alles das, was in der Druckfassung ist und noch einen Zusatzwert. Dieser Zusatzwert ist das, was hier in der rechten Spalte zu sehen ist. Es besteht also die Möglichkeit, einerseits innerhalb des Plans zu verlinken. Es besteht die Möglichkeit, zu verlinken auf Ressourcen, die existieren. SEGU-Geschichte zum Beispiel hatten wir gerade. Wenn es um Geschichtsthemen geht, wie kann ich das machen? Dann haben wir da Beispiele, auf die wir verweisen können. Und es existieren Aufgaben, die diese Standards, die in dem Plan drin sind, erläutern. Und diese Aufgaben selber, die sind OER-Material. Die sind in der ersten Phase erstellt worden von den Leuten, die auch den Plan geschrieben haben. Und die sehen immer so aus, dass es halt vorneweg nochmal eine Information gibt, was das für eine Aufgabe ist, wozu die hingehört. Dann gibt es die Aufgabenstellung und dann gibt es einen Erwartungshorizont auf Seite 3, der passte hier nicht irgendwie hin. Und diese Aufgaben, die kommen dort halt mit in das Repository. Als erster Baustein. Wir haben dann den Rahmenlehrplan und noch in einer dritten Form, nämlich in einer maschinenlesbaren Form. Klar, dass Sie das nicht lesen sollen. Der Kern ist da, wir wollen den Rahmenlehrplan, den Onlineplan natürlich immer mehr mit Material anreichern. Dazu muss ich aber in der Lage sein, dem Material auch zu sagen, wo es hingehört. Und um diese möglichst genau zu spezifizieren, wo es hingehört in dem Plan, muss ich den ganzen Plan auch eindeutig identifizierbar machen können. Das heißt, jeden einzelnen Standard in jedem einzelnen Fach, jeden einzelnen Inhalt in jedem einzelnen Fach hat eine Struktur, wo er ist, so eine Baumstruktur und kriegt dann auch einen eindeutigen Identifier. Und im Repository, wenn ich die Materialien hochlade, dann kann ich das, wenn ich jemanden dafür instruiere, der das auch machen muss, das ist Aufwand, natürlich sagen, okay, wenn du das hochlädst, das Material, dann verbinde ich es hier an diese Stelle mit dem Rahmenlehrplan. Und dann kann ich andererseits im Rahmenlehrplan sagen, hier ist eine Stelle, alle Materialien, die dahin gehören, werden mit angezeigt. Dass ich also was wie Medienfenster an meinem Plan kriege, an den Standards und an den Inhalten.
Was wir hier noch sehen, sind noch die anderen Sachen, die jetzt eigentlich alles noch kommen sollen. Das ist Perspektive für Phase 2, für das, was jetzt in Zukunft noch kommt. Wir wollen weitere Materialien natürlich integrieren. Das sind einerseits anerkannte OER-Anbieter, die es gibt, dass man die mit für die Berlin-Brandenburger Lehrer praktisch da mit reinbringen, damit die nicht an mehreren Stellen suchen müssen. Und es geht aber auch um bestehende Rohmedien, also die Materialien, die zum Beispiel die Museen haben. Museen haben große Bestände an auch schon digitalisierten Materialien, wo die auch ein Interesse daran haben, dass die in die Schule kommen. Von der Vogelstimme bis zu 3D-Objekten von Insekten. Und die haben wir halt im Blick und wollen die praktisch auch mit da reinbringen. Damit haben wir immer noch nicht die breite Öffentlichkeit. Der Lehrer kann immer noch nichts einspeisen, aber er kann aus wesentlich größeren Pool entnehmen. Und was wir natürlich auch wollen, und ist die Verbindung zu Elixir, also weitere Schnittstellen zu den Bildungsservern. Und einerseits, um unser Material, was wir produzieren, dort mit einzuspeisen und auch für die anderen bereitzustellen. Und andererseits natürlich aus dem Fundus erweitern, unseren eigenen Fundus zu erweitern mit dem Material, das da ist. Und ja, die Deutsche Digitale Bibliothek hatte ich damit auch schon dabei, also die Wahl für Edo-Sharing oder für das System selber ist eben im Wesentlichen dadurch gekommen, weil es eine Software ist, die eben sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, Schnittstellen zu implementieren. Und wie gesagt, aktuell für das Material, was wir haben, bräuchten wir das alles gar nicht. Wir nutzen das gar nicht aus. Wir haben also nur ein Rumpfsystem, was wir da benutzen. Aber wir wollen die Vision, oder wir haben die Vision, dass wir halt möglichst viele Schnittstellen zu anderen bekommen. Und das hier ist eigentlich nur nochmal Werbung für den Kurs nebenbei. Ist völlig off-topic, völlig untechnisch. Gibt es einen Kurs, den wir am 4.4. beginnen, zusammen mit IMUX. Und dieser Kurs gratis online lernen, den wollte ich halt hier nochmal so ein bisschen mit bewerben. Aber ich bin mit dem Thema durch und wir kommen zum Einsatz der Technik für Sachsen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Lutz Knüchel. Ich arbeite beim Landschaftsverband Rheinland. Wir sind ein Kommunalverband in NRW, sind selber Träger von 43 Förderschulen und haben uns zusammen mit anderen überlegt, was wir im Schulbereich machen können. Daraus ist letztendlich Logineo entstanden. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt dreier kommunaler Rechenzentren. Logineo selber wird entwickelt in enger Zusammenarbeit mit der Medienberatung NRW. Hier auch gerade vor dem Landesrollout. Wir haben jetzt im Dezember einen Vertrag mit dem Land NRW abgeschlossen, wo wir Logineo allen Lehrern in NRW kostenfrei zur Verfügung stellen. Die Anforderungen wurden seitens des Ministeriums bzw. auch der Medienberatung NRW an der Stelle geliefert. Wir haben im Land eine Facharbeitsgruppe Logineo gegründet, in der wir uns auch austauschen können, wo auch überregionale Rechenzentren vertreten sind und schauen können, wie sie die ganze Initiative unterstützen können. Und wir sind natürlich auch über Network EduSharing mit anderen Bundesländern und anderen Partnern vernetzt. Ich werde immer gefragt, was Logineo eigentlich ist. Logineo ist der zentrale und sichere Zugang von Schülern und Lehrern zu Kommunikation, Lernmittel und Dateimanagement. Eigentlich, was dahinter steckt, ist ein zentrales Identity-Management, wo ich im Prinzip die Schüler- und die Lehrerdaten vorhalten kann. Und damit habe ich die Möglichkeit, über die Benutzerverwaltung Klassen, Schulen, Gruppen anzulegen und somit im Prinzip meine Schule auch selber zu organisieren. Logineo selber bietet nur Basisfunktionalitäten. Wir haben mal gefragt, was Schule so braucht, und da kam ganz klar, wir brauchen irgendwas, wo wir unsere Dateien ablegen können, wo wir miteinander arbeiten können. Wir müssen untereinander kommunizieren, entweder untereinander oder auch mit Lehrern, und wir müssen irgendwie unsere Lernmittel auch
bekommen. Aus der Idee ist dann Logineo entstanden, das sehen Sie da an der Kachelleiste. Das sind alles einzelne Module aus die Logineo. Logineo ist nicht ein Softwareprodukt, sondern besteht aus vielen einzelnen Basisfunktionalitäten, die wiederum Open Source sind, die wir auch sukzessive austauschen können, wie wir das an einer oder anderen Stelle schon gemacht haben, auf Rückmeldung der Lehrer hin, weil sie gesagt haben, das eine Tool ist zu komplex, wir hätten lieber was Einfacheres. Und so lässt sich das relativ einfach austauschen. Kommunikation ist jetzt hier für den OER-Kongress vielleicht nicht so spannend, ist aber für die Lehrer eine ganz wichtige Funktionalität, weil in NRW ist es, wie auch in anderen Bundesländern, ist es so, dass die viele Lehrer halt über ihre private E-Mail-Adressen eigentlich mit Schülern und Lehrern kommunizieren. Und hier hat man gesagt, ich hätte ganz gerne eine einheitliche E-Mail-Adresse für alle Lehrer. Hier habe ich ganz normale Funktionalitäten, Groupware, Kalender, die ich miteinander machen kann, synchronisieren kann, aber das ist, denke ich mal, eine andere Sache. Datenschutz und Datensicherheit. Dadurch, dass die Anwendungen in kommunalen Rechenzentren gehostet werden, sind wir natürlich auch dem Datenschutz verpflichtet. Wir werden auch geprüft, wir sind ISO-zertifiziert. Das kam ja in der einen oder anderen Rede heute Morgen und auch in den vergangenen Tagen schon mal. Was passiert eigentlich mit meinen Daten, wenn ich die irgendwo in der Cloud ablege? Gebe ich da irgendwelche Rechte ab? Macht da ein Dritter eventuell mit Geschäft? Deswegen war es hier für NRW und auch für Hamburg wichtig, die Daten in kommunalen Rechenzentren zu behalten. Wir haben Logineo, rollen wir jetzt auch in Hamburg aus. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Dataport zusammen. Das heißt nicht, dass wir unbedingt überall den Betrieb machen müssen, sondern wir suchen einfach Partner, die unsere Idee unterstützen und dann in anderen Bundesländern mit uns zusammenarbeiten. Kommunikation ist ganz wichtig, auch wenn es darum geht, nachher sich über OER oder dergleichen zu unterhalten, dass ich den Lehrern eine Möglichkeit biete, sich auszutauschen. Wie kann ich die Produkte einsetzen? Wie kann ich Unterricht vorbereiten? Wir waren überrascht, wie stark das von den Lehrern selber angenommen worden ist. Ich habe Probleme, ich kriege vielleicht meinen Kalender gerade nicht eingerichtet oder wie bereite ich den Unterricht vor? Da findet ein reger Austausch statt und das ist im Prinzip begleitend zu dem Ganzen, was wir da tun. Als Lernmittel Mediathek setzen wir EduSharing ein. Damit haben wir die Möglichkeit, sämtliche Dateien, die in unserem eigenen Repository vorgehalten werden, zu finden. Dort habe ich auch die Möglichkeit, was uns vielleicht von vielen anderen Produkten an der Stelle unterscheidet, ich kann die Dateien, die ich dort ablege, auch mit Metadaten anreichern. Wir haben uns, das kam heute Morgen auch schon mal, an der Stelle für LOM entschieden. Als wir gestartet sind, haben wir den kompletten LOM-Standarddatensatz abgebildet. Das haben uns die Lehrer ziemlich um die Ohren gehauen. Und wir haben gesagt, ich fülle ja nicht drei Seiten irgendwie irgendwelche Haken, Kreuzchen aus oder sowas. Da kann ja keiner mit arbeiten. Dann haben wir uns mit dem mal zusammengesetzt und haben geguckt, wie kann man das verbessern. Und dann hat man eine Handvoll Kriterien gefunden, die ein Einstieg sind, wo ich sagen kann, ah, so finde ich die Medien nachher auch zielgerichtet wieder. Ich habe natürlich eine Volltextsuche, da kann ich immer suchen, aber wenn ich für einen bestimmten Fachbereich etwas suche, für einen bestimmten Jahrgang oder auch Lernziel, habe ich die Möglichkeit, das in der Suche im Prinzip als Filter vorab einzustellen. In NRW gibt es die Besonderheit, dass wir externe Repositorien, externen Content über die Learnline anschließen. Die Frau Bülow sitzt auch hier, die jedoch zuständig ist. Das heißt, wir haben nicht nur ein eigenes Repository, das kam heute Morgen hier auch nochmal, Referatorium oder Repositorium. Logineo ist eigentlich beides. Wir beinhalten eigenen Content, der Lehrer und auch der Schüler, schließen aber auch externe Content-Quellen ein. Das kann anderer OER-Content ein. Wir haben versuchsweise Maserlo eingebunden, das hat sehr gut geklappt. Können aber auch Verlagsinhalte sein. Dadurch, dass wir halt eine User-Verwaltung haben, können wir natürlich auch über Single Sign-On Drittsysteme anschließen. Das heißt, es geht nicht nur um freien Inhalt, sondern ich kann natürlich auch lizenzgeschützten Inhalt über das System zur Verfügung stellen, ohne dass da im Prinzip der ein oder andere Missbrauch erfolgen kann, wo es halt auch nachvollziehbar ist. Das wird von den Lehrern sehr positiv angenommen, dass ich im Prinzip meinen Unterricht einerseits aus meinen eigen erstellten Materialien gestalten kann, aber mir auch eventuell anderen Inhalt aus anderen Repositorien im Prinzip einfach dazu machen kann und mir so meine Unterrichtseinheit gestalten kann, wie ich sie eigentlich auch gerne hätte. Was brauche ich dazu? Das kam ja vorher, dass die Funktion nicht so genutzt wird. Bei uns wird sie sehr massiv genutzt, und zwar ist es Datei- und Lerninhalte-Management.
Ich habe einmal die Möglichkeit, als Lehrer oder als Schüler einen Ordner meiner eigenen Inhalte, meinen eigenen Content zu erstellen, ihn dort zu verwalten. Ich kann ihn auch gezielt freigeben. Es kam gestern in den Sessions schon mal, wie nehme ich den Lehrern die Angst, überhaupt Sachen zu teilen und muss es direkt die ganze Welt lesen können, was ich da mache oder nicht. Hier habe ich die Möglichkeit, einzelne Dateien, die ich erstellt habe, im Prinzip einzelnen Nutzern freizugeben. Ich kann sie Lehrern an meiner Schule freigeben, ich kann sie übergeordneten Gruppen eingeben und ich kann sie aber auch dem ganzen Netzwerk freigeben. Und wenn ich mich noch absichern will, dann habe ich auch die Möglichkeit, eine Creative Commons Lizenz zu vergeben. Dann habe ich einen kleinen Dialog und dort kann ich ankreuzen, unter welchen Nutzungsbedingungen ich im Prinzip meinen Inhalt, Content an anderer Stelle weitergeben möchte. Eine spannende Sache für Schule ist immer gemeinsame Inhalte. Also der Lehrer hat seinen eigenen Content, aber was ist mit Schulcontent? Und vor allen Dingen Thema Schuljahreswechsel. Da haben wir uns lange den Kopf drüber zerbrochen, wie kriege ich überhaupt sowas realisiert? Und den Ansatz, den wir jetzt demnächst fahren, ist, dass ich fachbezogene Ordner anlege, wo die Lehrer ihre Inhalte einmal für Mathematik zum Beispiel ablegen können und darunter Jahrgangsstufen anlege. Und dann kann ich darauf verweisen. Und wenn ich dann als Schüler jetzt Klasse 5 bin, ich komme dann nächstes Jahr Klasse 6, dann wandere ich im Prinzip durch meine Jahrgangsstufen, kann mir aber die vergangenen Jahrgänge immer noch wie so eine Art Archivblick anschauen. Das heißt, die Inhalte sind dann nicht weg, auch wenn ich sie nicht brauche. Ich kann aber immer noch mein ganzes Schulleben an dieser Schule im Prinzip zurückblicken, gucken, was habe ich da eigentlich gemacht. Gerade wenn ich Prüfungssituationen habe, die über einen längeren Zeitraum gehen, wo vielleicht nur ein Schuljahr wichtig ist, habe ich so die Möglichkeit, mir diese Historie anzugucken, arbeite aber immer im aktuellen Kontext. Die Dateien werden im Prinzip zur Bearbeitung gesperrt, aber sie sind weiterhin sichtbar, solange bis ich die Schule im Prinzip verlasse. Des Weiteren haben die Lehrer natürlich die Möglichkeit, oder die Schule unter gemeinsame Inhalte das Ganze so zu strukturieren, wie sie es für ihren Schulalltag brauchen. Also wir haben Grundschulen, wir haben Berufskollegs, wir haben weiterführende Schule und jede Schule hat an der Stelle eigentlich andere Bedürfnisse, wie ich sowas organisiere. Wir werden für den Rollout Templates vorgeben, das heißt, wenn eine Schule überhaupt noch nicht weiß, wie will ich meinen OER-Content im Prinzip verwalten, dass wir sagen können, hier, wir bieten dir ein Template an, das kannst du erstmal einspielen, das kannst du aber auch jederzeit verändern. Weil wir die Rückmeldung gekriegt haben, ja, wie mache ich denn das gerade im pädagogischen Teil? Im Verwaltungsteil ist das eigentlich relativ einfach. Da wissen die, da habe ich meine Schulstruktur, da kann ich meine Daten so und so ablegen, das kennen die auch schon, aber das den Inhalt auch in pädagogischen Einheiten abzulegen, dass ich da auch in Gruppen arbeiten kann, das ist für die, glaube ich, nochmal eine ganz neue Herausforderung an der Stelle. Dort unten sehen Sie noch eingeladen, das ist im Prinzip der Bereich, wenn mich selber jemand auf irgendeinem Content berechtigt hat, habe ich doch die Möglichkeit, diese Dateien auch alle wiederzufinden. Wir arbeiten selber innerhalb des Dateimanagements nur mit Verweisen. Das heißt, im besten Fall wird jede Datei nur einmal im System gespeichert. Also ich arbeite selber beim Landschaftsverband, wir haben 18.000 Mitarbeiter. Wir haben irgendwann mal Deduplizierung eingeschaltet und wir haben das Speichervolumen um knapp die Hälfte reduziert. Also wir haben festgestellt, jede Datei war mindestens 3 bis 4 Mal im System, auf den Netzwerken, in irgendwelchen Versionen. Das hat auch einen gewissen Charme bezüglich Versionierung. Wir haben halt mit EduSharing auch die Möglichkeit, Versionierung durchzuführen. Das heißt, wenn mehrere Lehrer an einer Datei arbeiten und einer macht sie kaputt, kann jemand noch sagen, okay, ich nehme die letzte Version an der Stelle nochmal, um sie wieder herzustellen. Ja, die drei Phasen des OER, die Anna hatte ja die Folie eben, wo stehen wir eigentlich? Wir haben eine gewisse Infrastruktur, wir können unseren Content ablegen und verwalten, wir haben Nutzer, wir haben Gruppen, wir haben über Single Sign-On die Möglichkeit, Systeme, die irgendwo anders gehostet werden, anzudocken, sei es Moodle, in Hamburg haben wir jetzt Learning per Single Sign angeschlossen. Das heißt, ich melde mich einmal an Logineo an und kann die dahinterliegenden Systeme, obwohl die eine eigene Benutzerverwaltung haben, ohne erneute Anmeldung nutzen. Das heißt, ich muss mir als Schüler oder Lehrer, wenn ich mit den Systemen arbeite, nur ein Passwort und eine Kennung merken. Und mir steht im Prinzip die Vielfalt offen. Wir haben Logineo in der Basis deswegen bewusst klein gehalten, um zu sagen, alles andere kann über Drittprodukte angedockt werden. Mediatheken können angedockt werden, Schulverwaltungssysteme, wenn ich es brauche, Stundenplansysteme. Das ist der Kern, der dahinter steckt. Inhalte mit
Partnerorganisationen teilen. Daran ist uns natürlich sehr gelegen, nicht nur unseren eigenen Content irgendwo vorzuhalten, sondern, wie es jetzt in NRW der Fall ist, über die Learnline andere Repositorien anzudocken, zu bereichern. Auch kommerzieller Inhalt ist an der Stelle möglich. Es ist ein bisschen schwieriger als der OR-Content, das geht meistens einfacher, aber auch das ist möglich. Wir selber geben eventuell auch da mal unseren Content frei für andere, denn dass wir findbar sind zum Beispiel, das ist aber eher Zukunftsmusik. Sicher ist dann, dass die Daten, die Nutzererkennung bei uns bleiben im Rechenzentrum. Also wir geben, wenn wir Drittsysteme anschließen oder Contentquellen, wo ich eine Authentifizierung brauche, auch immer nur die notwendigen Daten dafür weiter. Das ist abgesprochen, dafür gibt es dann auch Verfahrensverzeichnisse. Die Datenschutzbeauftragten werden damit eingebunden, dass es zumindest transparent ist, welche Daten da überhaupt an der Stelle zwischen den Systemen gehandelt werden. Ja, das Dritte ist, wir wollen uns natürlich weiter vernetzen, auch gucken, wie machen das andere. Also wir haben gesehen, andere Bundesländer sind ja auch auf dem Weg. In Bayern ist MEBIS ganz vorne oder so, aber auch die haben zentrales Identity Management. Und da kommt wieder der Vernetzungsgedanke, der ja oftmals vorher gesagt worden ist. Wie kriege ich diese unterschiedlichen Systeme vernetzt und wie kann ich vielleicht sogar bundesweit mal ein zentrales Identity Management aufbauen, wo ich miteinander kooperieren kann, wo kann ich Standards auch schaffen. Wir haben heute Morgen gehört, es gibt mehrere Standards bezüglich Schnittstellen, Metadaten oder sowas und es macht es natürlich für die einzelnen Player schwieriger und deswegen ist gerade solche Kongresse dazu geeignet, sich auszutauschen, auch zu gucken, wer ist in dem Feld unterwegs. Ja, das war's von meiner Seite. Fragen haben wir nachher am Thementisch und ich übergebe. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben einen Einblick bekommen, was wir im Netzwerk machen. Also wir entwickeln nicht nur Software, sondern wir unterstützen auch Organisationen bei der Content-Akquise bzw. bei der Erschließung von Contents und wir arbeiten in Netzwerken. Ich hoffe, Sie haben Lust, mit uns zu kooperieren. Wir möchten gerne in dem OER-Programm zwei Querschnittsanträge mitgestalten, nämlich einmal, dass wir gemeinsam einen OER-Playground für Tools schaffen, in dem alle, die das wünschen, ein Tool mit reintun können und wir in diesem Pool Erfahrungen sammeln, welche Tools eignen sich, wie können wir die miteinander vernetzen und dann kann man sich aus diesem Tool-Playground als Organisation die geeigneten wieder rausholen. Außerdem bieten wir an, zerstückelt uns, nämlich unsere Software, wenn ihr irgendeinen Teil gut findet, aber irgendwelche andere Teile nicht gut findet, dann nehmt es auseinander, sucht euch die Plugins raus, die ihr braucht. Und ein zweites Querschnittsprojekt ist, gemeinsam OER-Contents für OER-Vermittlung zu erstellen. Auch da hoffen wir, dass viele mitmachen und dass man gemeinsam an einer Sammlung oder einem so schönen Netzwerk, wie das der Ivar dargestellt hat, arbeitet und dass wir Ressourcen bündeln. Dafür stehen wir, Ressourcen bündeln, alles vernetzen, alles teilen, alles verwenden und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.